Also bewirft dich dieser Tempel eigentlich so mit Items? Wer jetzt wohin? Dahin muss ich. Da, wo das rote Ding jetzt unten ist. Hier nicht, glaube ich. Nö. Muss nicht hin. Es lief so gut. Eigentlich so gut. Schiebung. Aber irgendwer muss das... Okay, das... Hab nun, glaube ich, endlich mein Soundproblem am Laptop gelöst. Das ist schön. Das ist schön. Wie hast du das gemacht? Nee, nee. Hä? Oder doch? Doch, ich glaube, jetzt haben wir es. Ja. Das war der Weg. So. So. Nee, war er nicht. Fuck. War er nicht. Hier sind wir hochgekommen. Hier kommen wir nicht zurück. Runter geht's auch nicht. Ach, scheiße. Keine Ahnung, wo wir hin müssen, Leute. Also jetzt können wir uns wieder hier oben rumswitchen. Was bringt das? Hier vielleicht. Nee. Irgendwie müssen wir wieder runterkommen. Blaue Runde, aber wir müssen auch irgendwie noch drüber kommen. Wer löst hier meine Probleme? Bei mir macht es heute die ganze Zeit Pelling. Am PC, als würde er irgendeine Fehlermeldung bringen, aber ich sehe keine Fehlermeldung. Kann sich nur um Stunden handeln, bis ich das jetzt wieder raus habe. Ja, also wir merken uns, mit in den Raum müssen wir nicht mehr. Hm.
Also blau muss runde. Das heißt, so ist rot oben und blau ist unten. Richtig? Das Problem musste ich mit dem Audio Enhancements bei Razer rumdoktern, was das Mikrofon ist angeblich eine Einstellung der Sprachansteuerung das Problem lösen. Aber ich habe ja nicht ausprobiert. Um Gottes Willen, okay? Wieso? Das ist natürlich auch wild irgendwie. Okay, bitte sag mir, dass das jetzt der richtige Weg ist. Ich glaube, aber ich vertraue noch nicht ganz hundertprozentig. Ja, ich glaube. Und also damit ich das richtig verstehe, wir heben jetzt hier immer Särge auf und schmeißen die durch die Gegend und lassen die zerbrechen. Das ist richtig. Nein, wir müssen nicht mehr ins Wasser, haben wir gesagt. Nein, nein, nein. Ich weiß, wo wir hin müssen. Wir haben es ja gesehen. Windows 11 ist nicht für Gamer. Okay. So, hier. Ha! Ich wusste es! Genau gesehen. Jetzt hoffe ich sehr, dass wir irgendwie hinter die Lore kommen. Ja. Schön. Speicher gut. Das lauter Teils ohne. Wie hat der mich denn bitte getroffen? Es fehlt immer noch eine Tafel, will ich hier anmerken. Aber wieso machen die Windows 11 nicht für Gamer? Sich doch besser verkaufen? Oh, okay. Ja, aua. Passiert. Okay. What the fuck? Oh, nee. Wieso rutscht der nicht aus dem Eis aus? Hat der Schlittschuhe an? Das wird ganz lustig. Jetzt Tafel, ja. Der rennt halt nicht so sehr. Ja, vielleicht hat der Eisenstiefel an. Ne. Das Gefühl, ich habe was vergessen. Aber sieht eigentlich sieht ganz gut aus. Thank you.
Ich hätte gerne noch eine Treppe hier hoch. Und ja, danke. Ich bin gespannt auf den Boss. Weiß der es wohl ich? Gucken, ob wir so weit kommen. Mäusen scheitern. Hä, wieso? Wo ich denn da hinkommen? Ah, okay. Ich dachte gerade. Seid ihr bereit? Ich bin nicht bereit. Bin nie bereit. Du hast es unter... Ach, ich habe gar keinen Masterschlüssel. Leute, ich habe gar keinen Masterschlüssel. Der muss theoretisch da links sein. Mhm. Okay, da war ich gerade, aber ich konnte nicht vorbei. Ich hab gar keinen Masterschluss. War ich da hier runter wieder? Wäre einfach gewesen, hätte ich mal dran gedacht. Schieben. So, okay. Ja gut, war wenigstens jetzt kein allzu weiter Umweg. Dafür bin ich dankbar. Los geht's, wup wup. Erstmal Kommando zurück. Schlüssel holen. Und wieder hin. Was willst du jetzt nochmal machen? So. Aber jetzt. Seid ihr bereit? Meint ihr, ich muss Särge auf den Boss schmeißen? Erstmal Pause machen. Ja, war wenigstens kein großer allzu Umweg. Dafür bin ich dankbar. Doch dich gewählt. Ja, schon. Was ist das? Es ist ein Stein. Oh. Das ist Rob. Okay. Auch nicht das Item, wie es aussieht. Könnt ihr das lassen? Was soll denn das? Also ich kriege Bomben und... Alter, wie die Hand nicht aufhört, mich zu verfolgen. Duftkerne. Ah, ich kann zurück. Okay. Oh. Okay, ich glaube, ich verstehe. Ziel. Funktioniert?
Das ist kacke, wie der sich so legt, dass ich keine Bomben kriege. Könntest du dich vielleicht mal an eine Stelle bewegen, wo ich dir dann auch eine Bombe hinschmeißen kann? Ach. Ja, genau. Das gefällt mir nicht. Die muss perfekt liegen und dazu bewegt er sich zu scheiße. Da, nicht mal das hat gezählt jetzt, okay. Das war doof. Das jetzt. Okay, vorher konnte ich die Kugel zurückschlagen. Naja, okay. Oh Gott! Blöd. Hat er es jetzt getroffen? Es hat getroffen, aber es hat ihm nichts gemacht, oder? Ich habe halt nicht unbegrenzt Pegasus-Kerne. Ohne die bin ich aber zu langsam. Wie schnell der die Kugel macht. Also so irgendwie ist ja nicht rewarding, der Boss. Ich muss ja eigentlich direkt vor ihm stehen. Und das noch schnell irgendwie. Wie soll das gehen? Der macht so gar keinen Spaß. Ja, ich hab schon gesehen, was du wieder machst hier. Nervig! Okay, Glück. Leute, wie lang noch? Ah, okay. Moment, ich muss die andere dann. Dann? Ich auch nicht. Gott sei Dank laden sich meine Herzchen auf, ich sag's euch. Thank you.
Okay, dreimal zurück. Der ist blöd. Muss irgendwie perfekt stehen, um das alles zu auslösen. Grabben. Geh weg jetzt. Ja. Der war ekelhaft. Ein Herzcontainer. Jetzt haben wir einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 Herzcontainer. Nicht so viel. Aber es sind alle in diesem Spiel, würde ich sagen. Und was bekommen wir? Gigi, vielen Dank. Und den Mond. Behält sie Sternschnuppe. Achso, okay. Eine Essenz der Zeit. Das ewige Licht dieses Himmelskörpers dient den restlichen Essenzen zur Orientierung. Okay, what? Und mit den Essenzen haben sie sich echt keine Mühe gegeben. Jetzt kann ich dir ja sagen, hättest die Kerne auch an den Wänden abprallen lassen können. Ja, das weiß ich schon. Aber ich treffe nicht, wenn sie abprallen. Danke, Mara, du hast alle Essenzen der Zeit zusammengetragen. Nun kann ich etwas erschaffen, das dir helfen wird. Mara, bitte besuche mich, wenn du groß bist. Ich warte auf dich ganz gleich, wie lange es dauert. Okay. Ich würde ja gerne... die Tauschquest noch machen. Weiß jemand zufällig auswendig, wo die Hundemaske hin muss? Es hat niemand angedeutet, dass er eine Hundemaske haben wollen würde. Ich will die Stadtgebäude mal ablaufen. Okay. Ach, hier waren wir noch nicht. Zielübung. Das ist dasselbe wie bei den Kronen. Aber mit deinem Schwert, ja, okay. Das gleiche wie bei den Kronen. Aber ja, hier haben wir noch keinen Preis bekommen, tatsächlich. Ah, ja. Ist auch noch schwerer, oder was? Nicht so gut. So wird es nix. Oh je. Mehr als 150 gebe ich die 30 Rubin. Okay. Eine Sache. Ach, okay. Also, der Brüder. Ja. I'm glad you could pass the water dungeon. I'm glad too, Pablo. Oh my god, I was so glad. When I was out of Yabu Yabu, that thing was horrible. I want to eat it now. Ich hab das gehasst. Hallo Klotzkopf, herzlich willkommen im Stream. Schön, dass du zuschaust. Wie geht's dir? Wie war gestern noch dein Retro-Stream? Ich hoffe, gut. Nach 10 Bällen. Was hast du gehasst? Dieses Spiel? Dieses Minispiel? Den Wassertempel? Alles? Erzähl mir mehr! Ach, ich kann nicht. Ich
gesagt, bei den Kronen fand ich das noch einfacher, ehrlich gesagt. Ja, schade. Wie viel sind denn da gut? Wie viele Punkte? Boah. 51! Ach komm. Wen treffen? Naja, wenigstens machen wir Rubine gut, würde ich sagen. Das Minigame. Ja, das ist auch kacke. I'm doing glasswork. So are we lurking. Okay, okay, Pablo. Have fun. Das ist auch, also für mich fühlt sich das irgendwie so random an, wo die, wo das hingeschleudert wird. Ich weiß ja nicht. Wenn du direkt davor stehst, okay, aber dann alles andere ist irgendwie so. Also von meinem Denken her hätte der jetzt nach 45 Grad nach oben fliegen müssen. Eigentlich. Ich hab gar nichts daneben. Nein. Du machst mich fertig. Ob ich da daneben schlag. Das ist ja auch kein Minispiel. Komm. Kann man doch nicht als Minispiel bezeichnen. Guck, jetzt habe ich doch genau gleich geschlagen wie vorhin. Kommt an die andere Stelle. Mein Spiel ist kacke. Cool, ich habe mir jetzt wieder... Dein Spiel ist kacke. Safe State, ja, irgendwie schon. I recall you being way better at this. Yeah, the Goron Shop. I was. But not here, seems. Ja, kein Minispiel. Das ist das Hauptspiel. Die Tempel sind das hier. Ich könnte es fast meinen. Guck, und jetzt will ich da wieder hintreffen. Ja, jetzt trifft er die zwei nämlich. Glaub halt irgendwie, glaube ich halt nicht. Das sind meine einzigen sicheren 130 Punkte. Ach komm, triff doch einmal die Fee. Glück. Pech. Ich weiß nicht. 370 gut. Also besser wird es, glaube ich, nicht. Ein Ring. Okay. Also gibt es hier was elementar Wichtiges, was ich jetzt verpasse. Weil also mehr als 370 werde ich nicht schaffen. Was nutzt du für deine Haare? Wie meinst du das? Sind gerade ganz furchtbar. Ich benutze gerade. Aha. No-Name Shampoo. Apfel, irgendwas. Dann habe ich einen veganen Conditioner, einen Kokos-Conditioner. Aber auch nicht. Welche Marke das ist. Hier ist nichts. Was benutze ich noch? Haaröl von Pantene Profi. Nee, gar nicht von Garnier. Das ist von Garnier. Und dann habe ich noch so ein Spray für die Haare, damit die entwirrt werden. Das heißt, Equave heißt es.
Das war's, die glänzen voll. Find's hübsch. Dankeschön. Danke, aber das glaube ich eher Kamera und Licht geschuldet. Dafür bin ich heute weiß wie die Wand wieder. Aber danke. So. Nein! Ja! Ich glaube, der wollte Klopapier. Ich glaube, die Hand will Klopapier. Und ich glaube, sie hat das schöne Briefset als Klopapier genommen. Da die Nairo sei gegangen, doch nun scheint es so, als sei etwas mit der Königin nicht in Ordnung. Sie gibt mir das gleiche Gefühl wie Nairo zuvor. Nun scheint die Königin diese Bestie in Menschengestalt zu sein. Ich hoffe, es geht ihr gut. Wir hatten auch immer noch diesen einen komischen Zora-Typen. Wo war der denn? Wo war der denn? Der war doch auch hier irgendwo am Strand. Glaube ich. Ich weiß nur nicht. Ich weiß hier nie, ob in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und der wollte doch. Oh nee, nicht die schon wieder. Wobei, tatsächlich haben wir sie jetzt lang schon nicht mehr. Ein Ring ohne Magieflasche. Ja, der wollte, dass wir ihm was vorspielen, aber ich habe bisher noch kein anderes Instrument gekriegt. Du hast schöne Haare, Bro. Ich habe voll kaputte Haare. Ich habe wirklich... Die sind strohig. Deshalb pflege ich so viel, weil die eigentlich echt kaputt sind. Aber trotzdem, danke! Ja, ich gehe mal noch nicht zum Baum. Mal Ringe schätzen, wer bist du denn? Du bist aber neu hier, oder? Mit meinem Körper stimmt auch was nicht. Wenn es Ärger gibt, dann kommt immer alles auf einmal. Was stimmt denn mit deinem Körper nicht? Vergessen. Okay, mal im Internet für dich geschaut. Willst du wissen, was du kriegen kannst beim Bälle umschleudern? Ja, bitte. Ja. Wenigstens hast du Haare. Du nicht? Aber das auch. Also ich könnte, über meine Haare könnte ich ewig weiter meckern, weil die sind auch dünn. Deshalb, ich lege die auch immer schon auf die Seite, weil das ist alles, was ich an Haare habe. Seht ihr das? Was ist das? Wenn ich die aufteile, so, dann sind das so zwei kleine Haarsträhnchen. So, was soll das? Meine Friseurin früher, meine Kinderfriseurin, oder Kinderfriseurin, also die Friseurin, mit der meine Eltern immer mit mir so Friseurin sind, die hat immer gesagt, was soll ich mit den paar Fetzen auf dem Kopf denn anfangen? Moment, ich wollte schätzen, ich wollte nicht die Liste, ich wollte schätzen. Aber ich habe, ja, ich habe ein paar viele Ringe. Das ist ein grüner Ring. Schön. Er leuchtet grün. Schwerkraft hoch. Erhaltener Schaden runde. Hä? Was bringt mir das? Kann ich da nicht springen, oder was? Ich sehe, das ist ein Irrring. Schwertkraft runde. Achso, schwer. War das Schwertkraft vorhin? War keine Schwerkraft, das war Schwertkraft, oder? Und manchmal fatal. Was? Also wenn man dieses Spiel remake, dann möchte ich eine bessere Erklärung zu den Ringen haben. Ich sehe, das ist ein Raubschleimring. Yeah. Metamorphose zum Raubschleim. Wer möchte das nicht? Das ist es, was wieder dieser Ring ist. Ich wollte schon immer ein Like-Like sein. Lightring L2, sonst nichts Besonderes. What? Ich sehe, das ist ein Pegasus-Ring. Oh, okay, jetzt bin ich interessiert. Verlängert Pegasus-Effekt. Achso, ich dachte, ich lege den an und dann renne ich die ganze Zeit schnell. Meine Haare sind kaputt, sei froh. Echt? Warum sind deine Haare kaputt?
Die sehen immer so gut aus. Und vor allem so voll, so voluminös. Jetzt sind auf die Liste. Würde echt viel hergeben für mehr Haare. Ich sehe, das ist ein Irring. Ja, den hatten wir doch schon. Ich sehe, das ist ein Divis Ring Rot. Halber Schaden bei Stachelböden. Lass ihn bereits. Ja, toll. Ich sehe, das ist ein Katapultring. Den habe ich doch auch schon. Komm, aber jetzt noch ein cooler. Den habe ich auch schon. Also, das ist ein guter Ring, aber den habe ich auch schon. Na toll. Wow, was eine Assi-Frisur. Was? Achso, meine Friseur früher. Ja, die war nicht nett, tatsächlich. Was kannst du für mich tun? Ringe herstellen. Die war echt nicht so nett. Aber ja, es ist eigentlich egal, zu welchem Friseur ich gehe. Die sagen halt alles selbe. Eigentlich sollte ich Kurzhaarschnitt tragen, aber ich möchte keinen Kurzhaarschnitt. Ich habe gerade meinen. Du bist Mara, der Retter von Holodrum, nicht wahr? Es muss das Schicksal sein, das uns zusammengeführt hat. Erhörst du meine Bitte? Was wäre denn Bitte? Erinnerst du dich noch an Bürgermeister Ruhl in Holodrums Horondorf? Überbringe dem Bürgermeister bitte dieses Geheimnis, ja? Okay, das haben wir noch nicht gemacht, glaube ich. Habe ich noch gar nicht aufgeschrieben. Ich weiß nicht, wo ich das noch aufschreiben soll. Bürger M. Ruhl war das, ne? Zu kleines G Viereck. Warum müssen wir das auch noch machen? Ich kreise das ein. Meine Güte. Zu dem würde ich nur einmal gehen. Ja, ich war ein Kind. Wir sind da immerhin. Konnte ich nicht, hatte ich nicht wirklich ein Mitspracherecht. Und das war halt auch so. Also. Ich komme ja vom Dorf und das war halt dann da die Friseurin. Und da ist man halt zu der Friseurin gegangen. Das ist auch, also ich weiß nicht, ob das nur so bei uns im Süden so ist, aber die Leute bei uns, also gerade die Boomer-Generation, die war schon ziemlich assi einfach. Ach, super. Also die ist schon so immer noch, die gehen immer noch mit Jüngeren allen so um, irgendwie. Also gerade meine Mutter, ich weiß es noch als Kind, ich habe das nie verstanden, weil, also beide meine Elternteile eigentlich, waren mega respektlos zu ihren Eltern, aber auch zu ihren Kindern. Also die denken einfach, die wissen alles und können alles besser, egal ob es jetzt ältere oder jüngere Generationen als sie sind. Die haben echt ein Ego. Das ist nicht normal. Und dann ist es auch so, ja, wir sind ja nur ehrlich, wir sagen ja nur unsere Meinung. Mein Vater sagt zum Beispiel ganz oft, das wird man ja mal noch sagen dürfen. Und frage ich immer, wieso willst du das denn sagen? So Dinge, die andere nur verletzen. Was ist das? Na, das sind wieder die 20 Bomben, die ich aber nicht kaufen kann. Nee, das sind 10 Bomben für 20. Okay. Könnt ihr nochmal versuchen, hier rüber zu kommen? Da gab es, glaube ich, nur eine Stelle. Eine Stelle, wo ich hier rüber kam, glaube ich. Filter. Was? Mit Filter sehen deine Haare gut aus? Sag mal, was das für ein Filter ist. Du kannst mehr als die Herzen da oben kriegen. Was? Ich kann mehr als die Herzen darum bringen. Und herzlich willkommen im Stream, Nackenlade. Da kennt sich wie aus. Eine erweiterte Herz ist echt. Wusste ich auch erst vor kurzem. Das hatte ich. Okay, das wusste ich auch nicht. Wie geht das denn? Pass auf, wir müssen, glaube ich, hier, oder?
Wie geht das denn? Friseur, uff, ja. Wenn du keine Haare hast, brauchst du vermutlich nicht so oft zum Friseur. Du bist wunderschön. Danke, du bist wunderschön. Du bist wunderschön. Habe ich da meinen Lieblings-Chat-Nutzer gelesen? Ich weiß nicht. Ist das Andorsia? Schotzkopf hat recht. Dankeschön. Ist halt so süß. So süß. Man soll sich lieben, wie man ist. Ja, das sagt man auch immer. Er hat ja gerade nicht nur 100 gesagt. Nimmt er mir doch 300 weg? Okay, seltsam. Ja. Das sagen aber so Arschlöcher auch. Bleib so, wie ich bin. Entweder man nimmt mich so, wie ich bin, oder gar nicht. Wenn das jeder denkt, dann ist das, glaube ich, schon fatal. Ich finde schon, man sollte versuchen, sich immer so zu bessern. Zu verändern. Oder was meint ihr? Kennst du das Geisterschiff? Ja, kenn ich. Die habe ich doch befreit. Wo sind die jetzt eigentlich? Wo sind die eigentlich? Das klingt fast so, als hättest du mich vermisst. Jedes Mal, wenn du nicht da bist, Adrian. Herzlich willkommen im Stream. Habe ich dich jetzt schon begrüßt? Sorry. Ich bin so verwirrt hier. Jedes Mal sagt Andor, wäre jetzt nur der Adrian da, dann hätte ich viel mehr Spaß. Moment. Fällt gerade ein, dass Tingle mal gesagt hat, was glänzt hier? Stopp. Wieso glänzt es da? Okay, ich glaube, ich weiß, weil da mein Punkt ist, an dem ich zurückgegangen bin. Ich hab gesagt, wenn ich mehr Arcanum-Kerne habe, aber das habe ich jetzt nicht. Dann geschieht etwas Wundervolles. Ich glaube, ich muss zu Tingle. Dann kriege ich bestimmt einen größeren Beutel. Habe ich jetzt alle Arcanum-Kerne dann vermutlich. Und wo war diese Zora? Hallo. Ich will eine Prinzessin sein. Das bist du. Und ich weiß keinen Preis. Wenn du mal fest an etwas glaubst, dann wird es auch wahr. Ach ja. Komm in den Norden, da sind die Leute nicht so assi. Nicht so. Ja, hatte ich auch das Gefühl. Also, als ich dann studiert habe, das war in Trier, das war jetzt nicht so viel Norden, aber das war schon weiter oben, da hatte ich schon auch das Gefühl. Die Leute sind netter. Und auch als ich Kasi und Sena besuchen war, so in den Läden und so, ich hatte schon das Gefühl. Keine Ahnung, die sind halt nicht so ass. UCam 9. Was ist UCam 9? Ich schreibe mir das auf. Ich suche nämlich eigentlich auch noch immer was, wo vielleicht so ein bisschen Hautunreinheiten kaschiert. UCam 9. Okay, hab ich aufgeschrieben. Damit ich nicht immer 2 Stunden mein Gesicht restaurieren muss. Bevor ich anfange zu streamen. Ich habe es 100% gespielt bei mir drüben. Ja, cool. Das hatten wir doch schon. Aber Nackenlade, dann kannst du mir sagen, wo diese Zora war. Vielleicht kannst du mir das sagen. Der ein Lied hören wollte. Wieso suche ich gerade die Häuser ab? Weil ich mir Bomben tragen will. Und Billy gesagt hat, ich soll die Häuser absuchen. In beiden Teilen, ja. Also bei mir, es ist gerade der zweite Teil. Oracle of Seasons haben wir schon. Hey Mara, Clive geht es gut. Ich kann dich alles über Bäume lehren. In einem Gashanus meistens findest du magische Ringe, doch manchmal auch Rubine oder Herzen. Clive ist extrem neugierig. Was für ein Kind warst du? Mara! Ein aktives? Nein. Oder ist chill? Ja. Wirklich? Sicher warst du süß.
Vielleicht hat man mich auch nur angeschrien und gehauen, bis ich still war. Was meinst du, was zuerst da war, das Huhn oder das Ei? Es war zuerst das Ei da, das noch kein richtiges Huhn war. Ich sag das immer wieder, weil zuerst waren Hühner ja Echsen. Und das Zwischending, das vor dem ersten Huhn kam, das war das Ei von der Echse noch. Also war zuerst das Ei da. Und wer hat dann das Ei gelegt? Das Echsenzwischenvieh, habe ich dir doch gerade erklärt. Ich werde hier nur gemobbt. Ich geselle mich gleich zu Beta. Was? Du hast doch gesagt, du hast keine Haare. Oder habe ich was anderes Falsches gesagt? Geh mal schlafen, aber lass den Stream weiterlaufen. Alles klar, vielen Dank, Nils, für den Lurk. Und eine gute Nacht wünsche ich dir. Selbstliebe ist das Wichtigste, das stimmt. Das stimmt, aber wie gesagt, also ich hatte echt einen ätzenden Mitbewohner mal, der fand sich auch ganz toll. Treu war es alles über Tiere und Monster, nicht, dass ich mich nicht damit auskennen würde. Ehrlich. Mag der Hundemasken? Wer ist denn Troy? Ganz unter uns, du ahnst nicht, was ich gesehen habe. Ich sah ein Tier namens Benny, das für kurze Zeit durch die Luft schwebt. Ich bin sogar mal auf einem Benny geritten. Ruhe, du bist ein Schnittchen und Topfigur auch. Selber Schnittchen. Was Hilfe brauchst, ich habe 100% geschieht. Ja, Moment, ich glaube kurz den Chat lesen. Ich glaube, ich bin ein bisschen arg hinten drin. Stress, aber ansonsten passt es soweit. Wie ist es bei dir, Alfred? Adrian, was stresst dich denn? Lass raus. Arcanum ist Latein, heißt geheimnisvoll. Ist das so? Also ich hätte mir das jetzt so gedacht, aber ich hatte kein Latein. Hi, by the way. Mein Gott, ist Ando wirklich so süß, wenn ich mal nicht da bin. Immer. Jedes Mal. Jedes Mal beschwert es sich. Ich glaube fest daran, dass Struggle mich nicht hasst, aber auf das will ich in Erfüllung gehen. Ich. Also wenn, dann hasse ich zumindest alle Menschen gleich viel, würde ich sagen. Are those two monkeys from Majora's Mask? I don't know. Are they? Maybe. Maybe they are. Damit kannst du aussehen wie 18. Ja, lol. Muss nur aufpassen mit wem. Wenn du Handy vors Gesicht machst, sieht man das. Ja, also wie bei TikTok-Filtern auch. Ja, okay. Oder beim Wegschauen. Ja, das kenne ich. Nein, du suchst sie ab, weil du die Hundemaske loswerden willst. Deshalb suche ich sie ab. Okay. Die Hundemaske weg. Ja, ich habe noch die Hundemaske. Ich kann Links schicken für Guide. Nein, also theoretisch möchte ich das ja alles selber. Es will ja wohl kein Ara die Hundemaske, oder? Theoretisch möchte ich sie alles selber rausfinden. Aber ich bin halt nicht so der Rausfinder. Da ist sie, Tussi, da ist sie. Wir waren hier nur noch nicht drin. Das ist sie und das ist Richard. Ich bin Mamamu Jan, okay. Die beste Hundezüchterin der Stadt. Mein Hund sieht noch niedlicher aus als der hier. Noch niedlicher. Ach, das ist gar nicht Richard. Leider ist der sehr schüchtern. Ach, eine Hundemaske. Die würde ihm perfekt passen. Bitte lass mir diese Maske. Gibst du ihr die Hundemaske her? Braver Junge. Du sollst das Spielzeug meines Hundes haben. Du erhältst eine Hantel. Oder weiß ich wohin. Es ist leider nur die eine. Okay, vielleicht weiß ich doch nicht wohin. Stimmt etwas nicht? Ich habe erstmal nur mit einer begonnen. Also ich hätte jetzt gedacht, die geben wir dem Typ aus Symmetria statt. Weil ich mache das schon, obwohl ich noch nicht mal im Wasser bin. Mache ich schon diesen Flex hier zum Schwimmen. Paprika. Was ist Paprika? Ohne Stress geht es heutzutage leider niemand, glaube ich. Ich habe auch einiges an Stress, aber passt schon. Tut mir leid. Ein bisschen. Moment, ich will die Truhe. Ich möchte gerne die Truhe haben. Kriegen wir die? Dann sage ich nichts für Hilfe, nur wenn gefragt wird. Ja, genau. Ist vermutlich nicht mehr wegzudenken, aber freut mich, wenn es dir gut geht. Ich muss noch diese Woche durchhalten, dann habe ich Urlaub. Das ist auch schön. Okay, nee, so kommen wir da nicht hin. Na gut.
Okay, habe ich den Chat? Okay, ich habe den Chat eingeholt. Ah. Ja, aber was war jetzt meine Frage? Eigentlich, da war der hungrige Typ. Was war denn jetzt meine Frage? Jetzt habe ich meine Frage vergessen. Wo die Hundemaske hin soll, die haben wir jetzt. Ja, so mehr Bomben und mehr Beutel, also mehr Samen. Beutel. Mehr Samen im Beutel. Ein größerer Beutel, um mehr Samen zu tragen. So. Wehe dem, der jetzt was Schlimmes denkt. Das wäre gut. So, und das Rathaus gibt es irgendwie nur in der Vergangenheit. So war das. Genau, Mara macht mehr als den halben Schritt. Oh. Ja, eigentlich schon ein bisschen. Arm rechts, Arm links, Schritt links, Arm rechts, Schritt rechts, Arm links. Ich bin nur ein Hänfling, wenn ich das doch ändern könnte. Ich hab's, ich trainiere, aber ich habe nur eine Hantel. Ah, okay, ja, perfekt. Arm links, Arm rechts. Immer nur mit einem Arm. Das ist völlig gegen meine Prinzipien. Ich bin eine ausgeglichene Persönlichkeit. Arm links, Arm rechts. Ja, gib ihm doch endlich die Hantel link! Start auf deine Hand, ja. Das ist es, was ich brauche. Jetzt kann ich heben. Bald fliegen mir die Mädels so, ganz bestimmt. Wundert mich, dass die dir nicht jetzt schon zufliegen mit dem Schnauzer. Ich bin ein dünner Hering, was kann ich dir anbieten? Genau. Ritsch. Das Training wartet. Du hältst deinen Klebe. Okay, jetzt fliegen mir nämlich die Mädels so. So. Eigenartig. Mädchen! Hat er sich einfach den Bart abgerissen, aber es ist ja anscheinend nur ein Klebebart. Wer könnte denn jetzt bitte ein Klebebart gebrauchen? Klebebart. Aber ich habe noch keinen getroffen, der einen Klebebart brauchen könnte. Der Typ mit dem Bart erinnert mich an jemanden. An wen? An Mario oder noch jemand anderen? Aber ich vermute, also da dürft ihr mir jetzt einen Hinweis geben, wenn es einen Hinweis gibt und ihr das wisst. Haben wir den vielleicht schon getroffen? Dazu fällt mir jetzt gar nichts ein. Ich gehe gerade so die Leute durch. Vielleicht will Raphael einen Klebebart. Ich glaube es aber nicht. Bambi könnte auch weniger eingebrauchen. Nairo nicht. Impa nicht. Elda nicht.